du, wir brutzeln mal ein bisschen Schweinchen. Mhm. Oh, wir haben viel Holz. Das werden wir bestimmt brauchen. Entweder wegen unseren... Was für ja, den? Korrumpierter Kopfgeldschädel. Ah. Ich wollte gerade sagen, entweder brauchen wir das Holz für die Schäden durch Kämpfe oder durch unsere Fahrkünste. Ich wollte so nah ran wie möglich. So, ein Schwein ist gebraten. Ich hoffe, das ist jetzt richtig so. Richtig durch. Da hast schon, okay. Mhm. Willst du gerade mal noch ein Stückchen einholen? Wir sind wieder da. Na, hübsche Insel. Oh, diesmal war ich's nicht. Ich geh mal runter, aber die Segel sind jetzt eingeholt, ne? Okay. Ah, hier war's doch, oder? Ja, zu dem Holz, ne? Ja, ja, da war was. Noch irgendwo? Nee, ne? War nur einmal. Wir können ausladen. Wir sind direkt hier neben dem Goldsammler. Ich glaube, der. Ach nee, jetzt kriegt das der Seelenorden. Kriegt das doch jetzt. Und der ist doch, glaube ich, auch daneben. Oder? Ja, die mit Lila, ne? Orange. Mit Lila. Ja, genau. Huch. Ja, genau. Hallo, Madame Olwen. Guten Tag. Zweitausendvierhundert. Gut. So, noch der eine hier. Schießt da jemand oder ist das einfach nur dieser Ton irgendwie? Weiß nicht. Aber weißt du, was wir vergessen haben? Nee. Zu gucken, ob ein Schiff in der Nähe ist, bevor wir ausladen. Oh. Upsi, ich gehe gerade hoch. Na gut, jetzt sind wir fertig mit Ausladen. Jetzt sind wir fertig, ja. Aber hier ist tatsächlich nichts. Okay. Und wie viele Löcher haben wir da gemacht hier? Eins. Eins, ach scheiße. Ja, du sagst es ja vorher, wir haben hier noch Holz, also. Ja, da war irgendwas mit 40 stand da. Kann ich jetzt nicht? Mit R? Am Q. So, Brandbombe laden. Man sieht die zwar dann, aber ist ja egal. Da ist eine Donnerbombe. Na gut, da weiß ein etwaiger, wie man das auch immer nennt, Angreifer, dass er direkt erstmal brennt, wenn er es abbricht. Ja. Gut, wir können es auch wieder rausholen. Ich habe erstmal die Dinger geladen. So. Eigentlich kannst du es da drinnen lassen. Ja, ich lasse es drin. Ich meine, wenn es dann dunkel wird oder so, kann man ja vielleicht nochmal rausholen. So, was machen wir jetzt? Ich putzle jetzt die Schlange. Okay. Weil dann haben wir guten Proviant für unterwegs. Ja, und keine Ahnung, was holen wir für eine Quest. Wir könnten doch mal wieder eine Frachtfahrt machen. Ja, dann machen wir das. Vielleicht finden wir meine Lieblingswaffe unterwegs. 4 Frachtstücke oder 2? 2 reichen erstmal, oder? Ja, ich glaube 2 reichen. Was haben wir?
Schraubgrund auf 8. Lecker, 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 lecker. Kurz vor. Dann nehmen wir das. So. Die hat gerülpst. Das habe ich gehört. Das war ein bisschen hoch zu hören. Ich dachte, ich drehe mal meinen Krug ein bisschen leer, wenn ich koche. Oh Gott. So. Die kann nicht mehr stehen. Über das, du benutzt beim Kochen immer Wein. Ne? Und manchmal gibst du den auch ins Essen. Die kann nicht mehr stehen. Ich habe zu schnell getrunken, glaube ich. Warte, die Schlange ist gut. Nein. Hol sie raus. Jawohl. Nee, die behalte ich gerade. Du kannst gern das Kotelett, das Schweinekotelett dann nehmen. Okay. Kannst dann direkt den Auftrag annehmen? Ja, ich bin natürlich vorbeigelaufen. So. Außenposten 1 in Speyer im Laden des Handelsbundes. Kauffrau Mildred. Mhm. Der Handelsbund, das ist doch der da vorne, direkt am Pier. Einzelhandelslieferung auf der Kiste. Also wenn es nicht nass werden darf, dann müssen wir halt noch näher ranfahren. Das hier ist doch, oder? Nee, hier vorne ist der Handel. Buckel. Ausrüstung, ach so. Das ist hier der Handelsmensch. Ah ja, okay. Oh, also ich glaube, das ist nicht so schlimm, wenn es nass wird. Schon wieder. Juhu. Und wir haben sogar dieselben Farben schon wieder, ne? Die lila, nicht die grün. Echt? Das ist schon so lange. Naja. Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe die erst gestern geschnitten, also ich weiß es noch. Okay. So. Ich glaube. Und wie Sie sehen Sie nichts. Ja. So, wenn wir in den Sturm geraten, gehen die bestimmt kaputt. Ich mach die mal runter. Also liefere zu Wild Henry bei Crooks Hollow am Weststrand bis 13 Uhr am 10. Tage. Pflegeanweise, der Kunde verlangt jetzt den Rup im gesunden Zustand. Okay, easy. Crooks Hollow. Wo war das? Das ist bestimmt auch hier irgendwo in der Nähe. Ist das jetzt die Insel oder ist das das Gebiet? Das ist eine Insel. Okay. Da ist er. Da. Oben zwischen MN. Ah. Jawohl. Also doch ziemlich nah. Also gerade wird er geradeaus fahren und dann links und dann halt West. Ja, easy. Easy, easy. Müsste doch hinter den Felsen sein, unser Ziel, ne? Ich denke, ich gucke. Ja. Oh, stürmische See. So ein bisschen. Ja, egal. Egal. Wir sind sowieso hier. Sonst wie im Wind. Es ist schon sehr stürmisch. Also, obwohl jetzt, also, ne? Obwohl jetzt hier kein Gewitter ist oder so. Wir schwanken ganz schön hin und her. Okay, ein bisschen nach rechts. Oder ist sie dann schon? Crooks Hollow. Pflanze? Ja, ich habe die runter in Sicherheit gebracht. Ah, okay. Ich dachte gerade schon. Guck mal, dunkle Wolken und so. Ja.
Ich wollte gerade mal gucken, wie der Typ heißt, dem wir das geben sollen. Steht das hier? Nee, auf dem, auf den Pflanzen, ja. Auf dem Zettel von den Pflanzen. Na, ich gucke. Wild Henry. Mhm. Der wilde Henry am Weststrand. In einem gesunden Zustand. Auch noch. Das kriegen wir hin. So. Bestimmt. Oh, wir sind eigentlich da. Hier rechts von uns. Da. Ja. Oh nein, irgendwie schießen sie nicht. Ach so, das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Also hier hätten sie dann schon geschossen. Oder wir sind auf der richtigen Seite und sie können nicht schießen. Ja, dann gehen wir doch gerade hier vorne von Bord, oder? Ja, würde ich auch sagen. Da ist ein Bötchen, guck mal. Das heißt, wir können das so machen, dass ich mit dem Boot an die Leiter fahre. Und dann sind die unbeschadet, können wir die dann, weil ne, wenn wir ins Wasser springen und so, ich weiß nicht. Das ist ja doof. Kannst du mal Segel einholen, bitte? Und Anker kann runter. Ich hole das Segelboot, das Ruderboot. Jetzt geht's. Ich würde jetzt gerade mal kurz gucken, wo der ist. Wo er ist? Ja, der Typ. Oder ist es einfach hier durch und dann ist er da? Ja, ich würde gerne hier rudern. Sitze ich falsch? Ah ja, hier. Ist das der Typ hier schon? Ich muss irgendwie nach hinten gucken. Bist du der wilde Henry? Ja, der wilde Henry ist da. Ist mal viel nur durch das Loch durch und dann ist schon da. Falsche Richtung. Hilfe! Oh je. Oh nein! Wo fährst du hin? Nee, falsch rum? So rum. Nee, es war doch richtig rum. Ach meine Güte! Hilfe! Hilfe, Hilfe! Einmal ums Boot rum. Es war eine gute Idee, aber ja. Fährst du mal weiter weg? Ja, ich versuche mich zu drehen hier. Also so wie ich die Lage jetzt erkundet habe, können wir ganz einfach da durch dieses Loch da spazieren und dem das Zeug bringen. Ich glaube, wenn du hinter das Schiff fährst, ich weiß jetzt nicht, ob das bei dem Schiff auch ging, da können wir das Ruderboot anhängen, glaube ich. Anhängen? Ja. Ich krieg's nicht gebacken, ey. Nee? Nee. Kann man das irgendwie ziehen? Reinklettern? Nee. Schieben? Ach. Egal. Versucht. Hat nicht geklappt. Ja, ich habe so gerade versucht, aber ich meine, das ging. Oh, da kommen Skelette. Oh, Skelettos. Ich glaube, die holen schnell die Pflanzen, bevor es dunkel wird. Wir müssen nur durch diese Höhle da und dann auf der anderen Seite bei dem Steg, da ist er schon. Okay. Ja, jetzt ist es schon dunkel. Ja. So, noch einmal gießen.
Sieht aus. Sehr gut. Hat geklappt? Waren die noch gesund? Ja, ja. Oh oh. Gut. Nichts liegen lassen. Hau mal wieder ab. In der Nacht ist hier nicht so gut, glaube ich. Was ist das für eine Kiste? Kanonenkugelkiste, die bringen ja auch Geld. Ja. Da-da-da-dam-dam. Ich glaube, wenn man so ein Ruderboot irgendwie anbringen können, vielleicht steht das irgendwo. Ich kann es irgendwo nachlesen. Also ich meine, das hatte mal hinter das Schiff gefahren. Ich kann es ja gerade mal probieren. Ja. Und dann konnte man das anhängen. Ist ja doch schon ewig her, wo ich das mal... Ich weiß ja doch nicht, ob das bei jedem Schiff geht oder ob das nur bei der großen Galeone ging. Hm. Da ist übrigens auch so ein Geisterschiff zu sehen. In Richtung... Südost. Also wäre vielleicht geschickt, wenn wir nicht unbedingt dahin fahren würden. Ah, Ruderboot losmachen, hat doch geklappt. Mhm. Super. Ja, hatte ich es noch richtig in Erinnerung. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, was es bringt. Obwohl. Ja, gut, da könnte man zum Beispiel, wenn man verfolgt wird, könntest du dich mit einer Bombe auf das Boot setzen. Ja, oder eine Fracht ordentlich abgeben. Oder eine Fracht ordentlich abgeben. Ja. Ja, oder eben mit einer Bombe an Bord zum Gegner noch ein Schiff. Ja, zum Beispiel so. Mission. Tu dich mit Jack Sparrow in einem großen Abenteuer zusammen. Aha. Ein dunkles Böses regt sich in der Sea of Thieves unter dem Schatten von Captain Flameheart. Ja, aber ich fühle mich immer noch nicht bereit. Ne? Obwohl, ich muss sagen, das mit den drei Kapitänen jetzt, das ging besser, als ich dachte. Ja, das sind zwei Schiffe. Oh. Glaube ich. Oder? Nee. Ist ein großes. Sollen wir das machen? Ruf des Jägers? Angeln vielleicht oder irgendwas jagen? Ja, können wir einfach mal probieren. Ist auch mal entspannt jetzt nach den Kapitänen und der Fracht. Ja, die Mission jetzt gerade, die war ja auch entspannt. Kann ich die nicht annehmen? Ach, das sind keine richtigen Missionen oder wie? Ach, während man einfach nur angelt und so zum Seeposten. Aber das können wir auch machen. Wir angeln und... Bringst zum Seeposten. Genau, wir können aber vorher... Okay. Vielleicht noch eine andere Mission annehmen? Oder wir machen das danach? Ja. So, wir haben ja Würmchen. Ja, können wir machen, wie wir lustig sind. Ne? Oh, wir haben keine Würmchen. Nee? Mhm. Wieso? Hä? Warum? Weiß ich nicht. Hier sind keine drin. Ich hab doch welche. Da sind sie doch. Das sind doch diese komischen... Oh, ich wollte nicht F drücken. Maden und so sitzt doch. Dann hatte ich beide Male anscheinend hier unten die offen gehabt. Hm. Okay. Nicht essen. Bitte nicht essen. Ekelhaft. Na, hier sind doch Fischis. Angel ich jetzt mit Fisch? Mit Wurm? nee. Okay. Ich hab einen Fisch. Ja. Oh nein. Toll gerissen. Ja, ah, jetzt muss man rechte Maustaste drücken und dann kann man den Wurm dranhängen. Ich habe einen Igel dran gehangen, ist auch gut. Ja, dann guck. Ist da noch einer? Ja, da ist ein Regenwurm, glaube ich, noch. Mhm.
probieren wir es doch mal. Fischi, Fischi, Fischi. Achso, man muss ja leise sein beim Angeln. Psst. Oh, da kommt einer. Oh, oh. Oh nein, 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 nein. Oh, oh. Ah, ich glaube, so langsam habe ich es verstanden. Man könnte ja auch lesen, was da steht. Lesen? Hä? Ja, vom Fisch weg. Ziehe vom Fisch weg, um ihn zu ermüden. Nein, 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 nein. Ah, okay, wenn links und rechts nicht geht, kann man nach unten drücken. Komm schon, werd müde. Ja. Gut, dass das bei dir angezeigt wird. Bei mir steht das nicht da. Oh. Okay. Vielleicht, weil ich noch ein Anfänger bin? Das könnte sein. Ah. Ich glaube, mein Fisch hier wird gar nicht müde. Ja, das. Jetzt einziehen. Fischi, 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 Fischi. Nein! Oh, das war's. Ja. Das war nix. Ist ja ein richtiger Kampf hier. Ja. Mensch. Sowas. Indigo-Blauer, das war auch so ein wertvoller hier. Och, sag mal. Boah. Ich habe zu lange die Schnur reingeholt. Ey. Ja, komm, dann fertig. Ich gehe mal gucken, ob wir hier alleine sind oder da noch irgendwelche Leute sind. Ach ja, das ist ja eine gute Idee. Man weiß ja nie. Ja. Wo haben wir denn mal so einen Seeposten? Weiß nicht. Festung, Chicken, Schatzkammer, Plunder, Kraken, Seeposten, Northstar ist schon ein Stück weg. Nur wegen dem Fisch da jetzt hin von Werdorf. Kann man auch mal ganz gemütlich so einen ganzen Tag einfach mal zum Seeposten hin, dort anlegen und einfach mal angeln. Ja, oder das. Wo ist denn hier einer? Links hoch. Hier der oder was? Nee. Nee. Ah, hier. Ja, genau. Die haben so ein Symbol, weil ich wollte gerade gucken. Nee, da ist keiner. Da ist kein so Sterndings. Ja, okay. Hätte sein können. Ja, was steht denn hier bei Entdecken? Monatliches Update. Ach so, das sind nur die Infos, ne? Werde Botschafter. Raubzugseefahrt. Das klingt auch interessant. Ist aber nicht freigeschaltet. Rätsel, Schatztresor. Ah, du hast die frei. Raubzugseefahrt.
ist das? Besiege Wellen von Phantom und den Kapitän des Forts, um den Schatzkammschlüssel und die darin befindliche Beute zu erhalten. Also muss man so ein Fort angreifen. Oh, wow. Ja. Nee, ich glaube, ich bin nicht bereit. Graue Piraten-Rätselmission, guck mal da unten. Die ist bei dir frei, bei mir nicht. Kurzes Rätsel. Einer großen Insel. Auf einer großen Insel im türkischen Devil's Roar versteckt sind. Da wären wir fast untergegangen. Durch den Vulkanausbruch. Ach, das ist dort. Ja. Sollen wir es trotzdem machen? Wir können auch erstmal so ein Rätsel hier oben machen. Okay, machen wir. Löse ein langes Rätsel, um massenhaft Reichtümer zu entdecken, die auf einer großen Insel versteckt sind, oder das mit dem kurzen Rätsel. Ja, also mir ist egal, eins von beiden. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal das vermeintlich kurze. Okay. Müssen erstmal dahin fahren. Ich habe doch F gedrückt. Ach so, ich war daneben, okay. Nun denn. Los geht's. Auf Snake Island. Welch schöner Ort versteckte ich einst meinen Hort. Snake Island. Da ist es doch. Direkt daneben. Ja. Los geht's. Das Segel. Mensch. Das Ruder war gerade, oder? Ja. Gut. Los. Ein bisschen. Müssen wir jetzt komplett umdrehen? Nein, einfach nur gerade ausfahren. Gerade fahren. Ja, ich habe so sehr eingelenkt, okay. Dort oder wie? Auf jeden Fall Westen. Oh oh. Da leuchtet was. Wie ich jedes Mal Escape drücke, Mann. Schade, okay. Ja, ich habe es so sehr eingelenkt. Jetzt schon wieder natürlich. Ich übe noch. Mhm. Nee, eigentlich geht's, glaube ich, oder? Außer das Einparken, das ist irgendwie. Ja, das ist jetzt auch nicht manchmal. Nur ich verstehe nicht. Manchmal ist der Anker unten und dann dreht sich das immer noch. Und manchmal nicht. Na, wenn wir voll eingeschlagen haben, das Ruder halt, dann tut er halt auf der Stelle noch ein bisschen drehen. Jetzt fährst du dann direkt auf Stefans Spoils drauf zu. Ja, ich hab's gesehen.